mein Gott, wir sind bei 49.999 Pokalen. Und boom, boom. Oh mein Gott! Nein! Platz 10, Bro! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, Alter, wir sind ganz knapp vor 60.000 Pokalen mal wieder und damit kurz davor, unseren neuen Pokalrekord zu knacken. Und wir haben heute aber eine zusätzliche krasse Challenge. Und zwar müssen wir das Ganze in Solo-Showdown eben schaffen. Komplett von jetzt auf die 60.000 Pokale zu kommen. Und ihr wisst, Leute, meine ganzen Brawler sind einfach geisteskrank hoch alle. Das heißt, es wird ultra verschwitzt. Ich spiele ja auch fast nie eigentlich Solo-Showdown. Ich muss also erstmal schauen, okay, mit welchem Brawler ein Team man am besten. Und dann wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Challenge. Mal schauen, ob wir es schaffen. Lasst jetzt schon mal ein Like da und kostenlos Abo. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten direkt rein. Ich nehme mal als allererstes tatsächlich den Boxer. Also Leute, der Boxer hat 890 Pokale. Das ist schon echt geisteskrank viel. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Spielen. Und jetzt geht es los, Leute. Wir brauchen nur noch 22 Pokale. Und es geht los mit der Runde. Mal schauen, ob ich die richtige Meta erwischt habe. Und oh, okay, es gibt einige Boxer. Janette und auch Searches einige. Okay, das heißt, es ist gar nicht mal so eindeutig, welchen Brawler man jetzt hier am ehesten spielt. Aber wir schauen auf jeden Fall mal. Okay, der greift mich schon mal direkt an. Ich glaube, ich muss erstmal meine Boxerfreunde hier finden, damit ich oh ja, guck mal hier. Hier, Jungs, moin, was geht? Was geht, was geht? Na, what's up, Bro? Okay, nice. Okay, ich glaube, mit denen muss ich jetzt auf jeden Fall schaffen, hier nach vorne zu kommen. Zack. Digga, ich finde echt Solo-Showdown eigentlich cool. Also mir macht Solo-Showdown Spaß, Leute, aber Teamen eigentlich nicht. Ich finde das richtig komisch. Egal, wir versuchen jetzt eben dadurch auf 60.000 Pokale zu schaffen. Bin so gespannt, ob das funktionieren wird in Solo-Showdown. Okay, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Die Janette hat 6 Cubes in der Mitte. Das ist halt ultra viel. Und jetzt will ich halt auf gar keinen Fall, genau, dass die uns irgendwie tötet. Aber, ja, es leben noch 7 Leute, Junge. Oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall auch die... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, Digga. Lol, der Boxer wurde reingeworfen, okay. Jetzt ist halt natürlich die Frage, ne, wie es hier weitergeht. Oh mein Gott. Ich habe so Angst, Leute. Ich will auf gar keinen Fall Minus machen, weil dann wird es richtig tryhard. Ihr müsst jetzt echt ultra... ultra vorsichtig spielen. Oh, der Boxer lebt noch sogar. Krass. Der Boxer lebt einfach noch. Okay. Oh! Ey, Junge, hallo! Boom, Digga! Ey, nein! Was? Digga, ey, das gibt's nicht, Junge! Minus 4, Bro, was ist das? Oh mein Gott, geisteskrank lost. Okay, das heißt, wir müssten jetzt, glaube ich, einen anderen lieber nehmen. Also der Boxer, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Wir nehmen mal Janette, würde ich sagen. Oder? Haben wir sie hoch? Das ist halt jetzt die Frage. Alter, 966. Boah, nee. Ich glaube, wir gehen sogar mal... Nee, okay, wir bleiben mal beim Boxer, Leute. Okay, Leute, nächster Versuch jetzt mit dem Boxer. Und Alter, dieses Mal habe ich eine komplette Boxer-Lobby erwischt. Ihr seht es. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Wir müssen jetzt unbedingt hier diese beiden Cubes bekommen. So, wir warten kurz ab, dass der Surge nice, nochmal hier den Hit für uns macht. Das ist ja, glaube ich, nämlich zu langsam. Perfekt und nice, da ist schon ein Boxer. Okay, let's go. Ich hoffe auf jeden Fall, der ist uns freundlich gestimmt. Sehr nice. Hauptsache, wir müssen jetzt halt, ne, mit den Boxern uns verbünden und dann läuft die Sache, glaube ich. Ich glaube, dann läuft die Sache auf jeden Fall. So, okay, wir sind auf jeden Fall schon mal im Team. Digga, das ist unfassbar, wie viele Boxer hier rumrennen. Junge, Alter, was geht hier eigentlich ab? Wie viele Boxer sind hier? Okay, also ich brauche... Oh, sorry, ich brauche auf jeden Fall nochmal meine Ult. So. Und dann läuft die Sache. So, einmal zack. Oh, sorry, einmal hier zack. Nice. Okay, Leute, jetzt dürfen wir auf gar keinen Fall... Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Fang.
Oh mein Gott, okay, wir dürfen auf gar keinen Fall uns töten lassen, irgendwie vom Search oder so. Wir müssen natürlich zu den Boxern zurückkommen, zum Team. Okay. Und jetzt aufpassen natürlich, ne? Dass uns nichts passiert hier. Einfach vorsichtig spielen. Eben haben wir ja minus 4 Pokale gemacht. Jetzt hoffe ich, dass wir mal ein bisschen Plus bekommen. Oh mein Gott, das müssen wir wirklich schaffen. Das müssen wir schaffen. Okay, 8 Brawler leben noch. Ich glaube, davon sind gefühlt nur Boxer. Und leider diese ganzen Surges, die nerven natürlich mega. Oh mein Gott. Okay, die werfen den hier auf jeden Fall schon so rein. Junge, was macht man jetzt eigentlich hier als Boxer, Junge? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die werden hier alle zerschreddert, Digga. Oh ja, ich habe hier den Block. Ja, Bro, nicht schlecht, Alter. Oh! Nein, Bro! Was? 0 Pokale dafür? Ich war richtig gut, Mann. Oh mein Gott, das wird sau schwer. Ich glaube, Leute, es ist keine Option mit dem Boxer. Wir müssen, glaube ich, mal Search probieren als nächstes. Okay, Leute, die nächste Runde versuchen wir jetzt mal als Search, wie gesagt. Und wir sehen schon, okay, es sind einige Searches drin. Und dieses Mal, oh, eigentlich nur ein einziger Boxer, glaube ich. Alter, da haben wir zum Glück die richtige Wahl getroffen. Und jetzt ist halt natürlich wichtig. Okay. Jetzt ist halt wichtig, dass wir auf jeden Fall die Stufen bekommen. Wir versuchen jetzt mal mit dem Gale zu teamen. Und zwar zack. Okay, dass wir halt dem Gale symbolisieren, dass wir einfach nur die Stufen aufleveln wollen. Zack. Okay, nice. Und zack. Nice. Let's go. So, jetzt sind wir schon mal Stufe 2. Das ist schon mal nicht schlecht, Leute. Müssen wir echt aufpassen. Der Bass darf uns nicht rushen hier natürlich. So. Sehr, sehr gut. Alter, besser könnte es nicht laufen. Ich glaube sogar... Ich fühle mich, glaube ich, ein bisschen sicherer als Surge, als Boxer. Ich glaube, das könnte besser klappen. Ich glaube, das könnte echt besser klappen. Das könnte besser klappen, ja, ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich laber, Leute. Ich bin gerade voll überfordert hier, ehrlich gesagt. Okay, nice. Der Gale läuft vor. Das ist richtig gut. Okay, jetzt kill ich den lieber mal. Junge, warum sind die alle in der Mitte und ich nicht, Digga? Ich check das nicht. Jedes Mal ist das so. Jedes Mal ist das so, Alter. Mann! Ey, Mann, Digga! Wir machen nur Minus. Ey, das ist unmöglich in Solo, Bro. Ey, Leute, ich bin echt langsam am Verzweifeln. Oh mein Gott, Full Boxer Lobby, Junge. Was soll ich denn hier machen mit Bass? Ey, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, Leute. Wie ist es hier möglich zu gewinnen, Digga? Es ist doch unmöglich, Alter. Wir gehen jetzt full auf Cubes, Alter. Full auf Cubes. Und dann sollte die Sache hoffentlich funktionieren. Mein Osterei. So. Okay. Nice. Immerhin haben wir einen Bass-Teammate. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig hier für uns. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, möglichst in der Mitte zu bleiben, könnten wir eigentlich eine Chance haben. Aber es ist schon relativ schwer, Leute. Es ist schon echt verdammt, verdammt schwer. Alter, Junge. Ich hab diese andere Panik. Boah, Junge, hier geht's richtig ab schon. Okay. Oh, lol, da hat der Stu einfach mal den Typen hier gekillt. Nice. Mein Cube. Okay, wir haben 4 Stück. Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Search und so rauszubekommen. Ich glaube, die Boxer sind gar nicht mal so schlimm. Ja, guck mal, dieser Bass ist lost, Alter. Der stirbt. Der stirbt einfach. Ja, das war klar, ne? Was soll er denn auch machen? Ah! Mann! So, neue Runde, neues Glück, Digga. Ich habe gefühlt nur Minus gemacht bisher. Geisteskrank. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Irgendwie schaffe ich es einfach nicht, dass ich überlebe. Also irgendwie bin ich immer der Erste, der... Ja.
der gekillt wird. Ich weiß nicht warum, Leute. Junge, Bibi, Alter, jetzt lass mich schon mal meine Ulti aufladen. Hallo. Und boom, boom. Ey, Leute, ich bin gerade so anders aggressiv, ne? Ich habe nur Minus gemacht. Ich check wirklich nicht, was ich anders machen soll, damit ich hier irgendwie eine Chance habe. Ich check's einfach nicht, Mann. Jedes Mal geht es schief, Bro. Also sowohl als Surge als auch irgendwie als anderer Brawler. Ich habe einfach gar keine Chance, um ehrlich zu sein. Also ich weiß auch nicht, was das Problem vom Ding her ist. Okay, let's go. Wichtig, Leute. Und boom, boom, boom. Sehr geil. Die habe ich mir geholt, Leute. Wir sind jetzt Stufe 4. Stufe 4 ist schon mal extrem, extrem gut. Nein. Oh mein Gott, das war so schlecht von mir. Aber wir können uns auf jeden Fall hier den Cube snacken. Oh mein Gott, wir sind Top 3. Let's go. Das war die erste starke Runde hier von uns. Plus 5 Pokale bekommen wir dafür. Alter, Junge. Ey, und wir sind so weit unten, Digga. Ich muss jetzt erstmal, glaube ich, wieder eine halbe Stunde spielen, um wieder hochzukommen. Oh mein Gott, wir sind bei 59.999 Pokalen. Das bedeutet, Leute, let's go. Solo Showdown. Werden wir es jetzt endlich schaffen, einfach in Solo Showdown die 60.000 Pokale zu knacken. 3, 2, 1 und go. Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte klappt das. Und damit, Leute, sind wir in der Runde. Und oh mein Gott, wir haben richtig viele Searches hier. Und auch ein paar Boxer. Okay, okay, wir schauen jetzt mal. Ich habe leider gar keine Kiste hier zum Start. Das ist richtig, richtig dumm. Aber wir gucken jetzt auf jeden Fall mal, ja, dass wir jemanden finden zum Team. Oh mein Gott. Nein, Platz 10, Bro. Oh mein Gott, das gibt's nicht, Digga. Ich wurde instant von der Seite gekillt. Minus 11 Pokale. Sofort, Platz 10, minus 11 Pokale. Der nächste Versuch, Leute. Ich muss wirklich sagen, ey, so langsam wird das echt ultra, ultra hart. Aber ihr seht schon, es fehlen 5 Pokale. Let's go. Okay, Leute, mal gucken, wie diese Lobby aussieht. Und WTF, nur Searches und Jeanette, Bro. Was ist das denn für eine Lobby? Aber... ja, wir werden das schon hinbekommen. Okay. Einmal kurz anzeigen, dass wir hier Team wollen, auf jeden Fall. Und zack, einmal hier den Cube mitnehmen. Ja, Jeanette ist natürlich immer gefährlich, ne? Da wird man schnell mal gebackstabbt von einer. Da müssen wir natürlich aufpassen, Freunde. Oh mein Gott. Einmal hier ein Search-Team. Okay. Okay, Alter, der hat auf jeden Fall unnormal viele Cubes schon, der Kollege. Also, wenn er die vor allem bekommt. Nice, das snack ich mir mal auf jeden Fall. Oh mein Gott, der Search bekommt alle Leute. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll noch. Ich bin vor allem auch erst Stufe 1. Oh mein Gott! Okay, nice. Oh mein Gott. Ich muss auf jeden Fall mit dem Stu hier zusammenhalten. Das ist meine einzige Chance, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Stu ist so ein Ehrenmann. Okay. Nein, ich habe ihn gekillt. Oh nein, der... oh mein Gott, ich bin so lost. Das war keine Absicht tatsächlich. Oh mein Gott. Top 4. Aber reicht das von den Pokalen? Oh mein Gott. Nur plus einen Pokal, Bro. Ich raste echt komplett aus. Ich raste gleich komplett aus. Es fehlen jetzt nur noch 4 Pokale, Bro. Und Leute, jetzt vielleicht das letzte Spiel. Auch hier wieder einige Searches am Start. Wir müssen uns wieder einen Teammate natürlich hier suchen. Und... auf jeden Fall, die Piper hat auf jeden Fall Bock mit uns zu teamen. Okay, dann snacken wir uns hier die ganzen Cubes mal. Ich glaube wirklich, wir snacken uns alle 4. Das ist mir jetzt echt egal.
Und ja, die Piper kann auf jeden Fall gerne ihr Glück versuchen, aber die Cubes snacke ich mir natürlich. Junge, die will mich jetzt killen, ne? Haha, die will mich jetzt killen. Oh mein Gott. Also die Piper ist schon mal kein Freund von mir. Aber wir können uns auf jeden Fall mal hier um, also ja, um Freunde bemühen, Leute. Okay, ich mach einmal hier meine Ulti. Alter, Junge, ich muss mich so hart konzentrieren. Okay. Okay, ich will nur meine Ult. Ich will nur meine Ult. Alles gut. Alles gechillt. Ich will nur meine Ulti. Und jetzt kann ich hier gegen den Surge nämlich antreten. Alter Junge, okay. Oh. Die Jeanette fliegt. Oh, nein, Junge, Platz 4. Alter, das ist ein Witz, ne? Wieder plus einen Pokal. Ey, Leute, jetzt fehlen noch 3 Pokale. Ey, ich kann das langsam nicht mehr, wirklich. Okay, Leute, nächstes Game auf jeden Fall. Auch hier wieder extrem viele Surges. Leider ist das hier auf jeden Fall hier die Meta. Und ja, dementsprechend, ne, wisst ihr Bescheid, Freunde. So. Okay. Ich komme mal zu dem Surge hier hoch, dann kann man hier Ult aufladen aneinander. Okay, ich glaube, das klappt mit dem. Ich glaube, das klappt auf jeden Fall mit dem. Okay. So, nice. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Oh mein Gott, okay. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Sehr gut. Stufe 3 beide. Und jetzt versuchen wir uns natürlich die Stufe 4 zu holen, beide jeweils. Oh mein Gott, das ist ein absoluter Ehrenmann-Search, der andere hier. Ich glaube, das klappt mit dem. Okay, ich glaube, noch einen Hit brauchen wir jeweils. Okay, ich glaube, wir bleiben erstmal Stufe 3, damit wir nochmal eine Ulti auf Safe haben, Leute. Weil hier haben wir eigentlich eine gute Position und wir haben halt jetzt die Absicherung durch die Ulti. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall. So, ich glaube, ich habe hier eine gute Position. Ich glaube, die gefällt mir gerade hier ganz gut. Ah ja, schon mal Top 4. Schon mal Top 4 auf jeden Fall. Wir halten zusammen hier mit unserem Surge-Freund. Ja, okay. Oh mein Gott! Showdown, come on! Oh, Bruder. Okay, Platz 2. Reicht das, Digga? Ja! Plus 6 Pokale! GG, Digga! Ja, 60.003! In so eine Showdown, wir haben es endlich geschafft, Leute. Oh mein Gott. Ey, das war ein Krampf. Neuer Pokalrekord in Solo-Showdown, Leute. Lasst doch mal ein Like da, kostenlos Abo, wir sehen uns und ciao, ciao.